Meine lieben Zweitklässler, ich weiß, dass für einige von euch die Uhr das absolute Hassthema ist. Aber wenn das für euch ein Hassthema ist, dann ist das für mich gerade erst ein Thema, was ich besonders gerne habe. Ja? Warum ist das wohl ein Hassthema? Weil es nicht so gut klappt. Und dann müssen wir es üben. Und dafür hat der Hase wieder ein Video gemacht. Ja? Wir sind bei Uhrzeit Level 2. Wir haben in dem letzten Video schon mit Uhr angefangen und ihr habt auch da schon ein paar Sachen kennengelernt zur Uhr. Ich würde sagen, wir wiederholen kurz und gehen dann direkt weiter ans nächste, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Los geht's. Hoppa. Und er macht die Superdrehung zur Uhr. Kommt direkt hier raus. Und wir wiederholen nochmal, wie das mit den Zeigern war. Der Zeiger heißt Zeiger, weil er dir zeigt, welche Uhrzeit ist. Wir hatten einmal den Zeiger, der bis nach außen geht. Und den Zeiger, der nicht bis nach außen geht, einen langen, einen kurzen Zeiger. Der lange Zeiger war der Minutenzeiger, das hast du auch geübt in den Arbeitsblättern, die unten drunter waren. Der kurze Zeiger war der Stundenzeiger. Ja? Jetzt habe ich gesagt, die sehen nicht bei jeder Uhr gleich aus. Und das wirst du nachher auch im Video noch sehen. Die werden in anderen Uhren ein bisschen einfacher sein. Ich hatte die nur dafür die Schuluhr genommen, weil die da so auch schön unterschiedlich geformt sind, damit du es besser sehen kannst. Dann hatten wir uns angeguckt, wie die vollen Stunden aussehen. Wir hatten zum Beispiel den Minutenzeiger immer auf der 12, also immer steil nach oben. Und haben gesagt, wenn der steil nach oben steht, ist eine volle Stunde. Und der Kleine sagte dann, welche volle Stunde ist. Hier wäre das jetzt 4 gewesen, 4 Uhr. Oder am Nachmittag wäre es dann plus 12, du erinnerst dich an die Regel, 16 Uhr gewesen. Ja? 4 Uhr. Oder 16 Uhr. Das war soweit das, was wir letzte Stunde gemacht haben. Wir hatten gesagt, es gibt einen Vormittag, ja, von Mitternacht bis Mittag und es gibt einen Nachmittag von Mittag bis Mitternacht. Und die großen Uhrzeiten sind am Nachmittag, die kleinen Uhrzeiten am Vormittag. Jetzt machen wir ein paar neue Sachen. Ich werfe dir erstmal so ein paar Fakten entgegen, damit du genau weißt, was jetzt in dem Video auch du vielleicht noch an Wissen brauchst. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, fangen wir einfach an. Wichtig ist, für dich zu wissen, die Uhr, die bewegt sich von alleine. Ja? Da ist nicht so einer, der immer an der Uhr dreht, so wie ich jetzt, der dir eine Uhrzeit einstellt und dass du die dann guckst, sondern die Uhr bewegt sich selbst und die geht immer in eine Richtung. Ja, da sind Zahnräder drin, die ticken, tacken. Und diese Zahnräder, die gucken, dass die Zeiger sich bewegen und die bewegen sich immer in diese Richtung. Ja, es geht immer in die Richtung weiter. Niemals dreht die sich in die Richtung. Die dreht sich immer in die Richtung. Ja, das ist schon mal wichtig. Wenn also der Zeiger hier ist, dann wird er in der nächsten Stunde hier sein. Und in der nächsten vollen Stunde hier. Der geht niemals wieder zurück in die Richtung. Was auch logisch ist, weil die Zahlen immer größer werden, wenn du halt in die Richtung gehst. Und das geht immer weiter. So, dann gibt es noch eine wichtige Sache. Du kannst dir hier den Minutenzeiger, der steht jetzt genau auf der 12 oben, genau in der Mitte. Und wenn der weitergeht, dann gibt es immer so kleine Striche. Und der kann immer von einem kleinen Strich zum nächsten kleinen Strich zum nächsten kleinen Strich gehen. Und wenn der Minutenzeiger einmal rund gegangen ist, dann ist eine Stunde rum. Sprich, der Stundenzeiger ist eine Zahl weiter. Ja? Und wenn der jetzt hier auf der 12 ist und dann geht er danach so, das ist jetzt ein Strich weiter, dann ist eine Minute vergangen. Also wenn er ein Strich weiter ist, ist eine Minute vergangen. Wenn er einmal komplett rum geht, ja, dann ist eine Stunde vergangen. Und wenn er von Strich zu Strich zu Strich zu Strich zu Strich geht und einmal rund ist, dann hat er insgesamt 60 Striche gemacht. Ja. Das heißt, es gibt 60 Minuten in einer Stunde. Und das ist schon mal für dich mega praktisch, weil das die Uhrzeit lesen total vereinfacht. Ja? Also, was du dir jetzt merken sollst, einmal rund für den Minutenzeiger ist eine Stunde und das sind gleichzeitig auch 60 Minuten. Ja? Und die Uhr geht immer in diese Richtung. Ich mache euch die Karte mal auf. Und ich habe mir von meiner Nachbarlehrerin hier die Uhr geborgt, weil die hat da was richtig Cooles gemacht. Die hat die Uhr zu einer Blume umgebaut und hat, einige Kinder werden vielleicht die Uhr sogar erkennen, die hat hier
sich oder nicht für sich, weil die kann ja die Uhr lesen. Ja, ich denke mal, sie kann es lesen. Die hat hier für ihre Kinder so eine kleine Hilfezahlen dran geschrieben. Die hat nämlich gesagt, okay, jeder Strich ist eine Minute, aber wenn du dann jetzt immer jeden Strich abzählen musst und du bist irgendwo hier und dann, boah, ist viel zu viel Arbeit. Deswegen hat die sich da kleine Hilfsblätter dran gemacht. Und die weiß genau, okay, wenn der bei der 1 ist, der Minutenzeiger, sagen wir mal so, ja, dann weiß sie genau, okay, jetzt sind jetzt 5 Minuten vergangen. Ja. Wenn der bei der 4 ist, dann weiß die, 20 Minuten vergangen. Und so weiter, wenn der zum Beispiel hier hinten bei der 10 ist, dann weiß die, 50 Minuten vergangen. Ja. Das heißt, jede einzelne Zahl hat die im Prinzip mit der Minutenzahl verknüpft. Ja. Und ein Tipp, wie du dir das merken kannst, ist super easy. Die 1 wird zur 5, die 2 zur 10, die 3 zur 15, 5er Reihe. Du hast es schon geschnackelt, ja? 1 mal 5 ist 5, 2 mal 5 ist 10. Und wenn du jetzt weißt, 8 mal 5, 40. Easy peasy. Ja? Du weißt also immer genau, wenn du die Zahl, auf der gerade der Minutenzeiger ist, mal 5 nimmst, dann weißt du, wie viele Minuten seit der vollen Stunde vergangen sind. Wir üben das einfach mal. Ich habe hier bei der Uhr jetzt noch einen Zeiger dabei, der Sekundenzeiger, den habe ich gerade mal abgezogen, weil ohne den Sekundenzeiger ist es für uns leichter. Wir gucken, es ist eine, stellen wir uns vor, es wäre eine volle Uhrzeit. Wie viel Uhr ist? 3 Uhr, genau. Und wenn wir jetzt die Uhr ein bisschen weiter ticken lassen und ich beschleunige das mal, tick-tack, 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 zack. Du siehst, das ist auch schon weitergegangen, der Stundenzeiger. Ja. Dann weißt du, jetzt ist 3 Uhr gewesen und wenn es weiter ist, ist 3 Uhr 25. Und jetzt ist 3 Uhr 30. Und jetzt ist 3 Uhr 35. Und jetzt ist 3 Uhr 40. Und jetzt, Moment, ist 3 Uhr 45. Ne? Du weißt also genau, das hier sind schon mal die Minutenzahlen, die zu den großen Zahlen passen. Und die musst du immer im Prinzip mal 5 rechnen, die große Zahl. Also, du musst dir die Zahl auf der Uhr angucken, mal 5, und dann weißt du ungefähr schon, welche Uhrzeit ist. Ich habe hier ein paar Uhren aufgehängt, die hänge ich mal hier zur Seite. Da kannst du tatsächlich immer nochmal drauf gucken, wenn wir jetzt hier die Uhrzeiten machen. Wir fangen mal an mit der. Ja. Wie gehen wir jetzt an so eine Uhrzeit ran? Wir gucken, auf welcher Zahl war der dicke Zeiger, der Stundenzeiger als letztes. Und wir wissen, es dreht sich immer so rum, also der Kurzzeiger, der Stundenzeiger war als letztes auf der 3. Ja. Also ist schon mal 3 Uhr, dann mache ich so einen Doppelpunkt. Und dann gucke ich, okay, wo ist der Minutenzeiger? Der ist auf der 5, die 5. Mal 5, 25, also ist 3 Uhr 25. Jetzt sieht man die gar nicht mehr auf dem Bild hier, ne? Ah, doch, sieht man auch. Wir gehen zur nächsten Uhrzeit. Der Stundenzeiger war als letztes, der geht immer in die Richtung, du siehst, er ist kurz vor der 4, also war er als letztes immer noch auf der 3. Ja? Der Minutenzeiger ist auf der 9. 9 mal 5 ist 45. Der Stundenzeiger war als letztes auf der 8. Du weißt, er dreht sich immer so um, also kommt er von der 8. Das heißt, es ist 8 Uhr und der steht auf der 6. 6 mal 5 ist 30. Der Stundenzeiger war als letztes auf der 8 und der Minutenzeiger steht auf der 11. 11 mal 5, jetzt wird es schon wieder spannend, ne, weil das über das kleine einmal 1 rausgeht. Kriegst du trotzdem hin? 55, 8 Uhr 55. Der hier, da war der Stundenzeiger zuletzt auf der 10, also ist es 10 Uhr. Und der
Minutenzahl jetzt auf der 2, 2 mal 5 ist 10, also ist 10.10 Uhr. Der Stundenzahl, der hier war als letztes, du siehst, es immer, geht immer in die Richtung und er ist kurz vor der 7, also war er als letztes auf der 6. Der Minutenzahl ist auf der 10, also 50. Und der Stundenzeiger, der ist ganz kurz hinter der 9. Ja? Das heißt, es ist, er kommt von der 9. Also es ist 9 Uhr und 1 mal 5 ist 5. Da musst du jetzt aufpassen, wenn du bei der 5 bist, musst du 0,5 machen. Ja? 9 Uhr 0,5. So, das war es im Prinzip schon zur Uhrzeit. In Level 2 viel mehr musst du nicht machen. Es geht nur darum zu wissen, okay, der Minutenzeiger steht da. Ich weiß, ich gucke mir an, welche Zahl ist auf der Uhr, rechne die mal 5 und dann habe ich, wie viele Minuten seit der letzten Stunde vergangen sind. Und welche Stunde die letzte war, gucke ich einfach auf den Stundenzeiger und gucke, wo der herkommt, von welcher großen Zahl der als letztes kam. Ja, und im Prinzip war es das schon. Ja. Ich hoffe, du hast das einigermaßen verstanden. Ich habe auch zu Level 2 von der Uhr dir wieder ein paar Arbeitsblätter unten in die Videobeschreibung gemacht. Da wird genau sowas gemacht. Also du musst dann im Prinzip gucken, wie viele Minuten sind vergangen, welches war die letzte Stunde und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei eurem Hassthema in Level 3. Ich freue mich schon drauf. Tschüss!